Er will auf jeden Fall noch stumpf machen. Er ist auch gestorben! Als ob! Als ob er auch noch draufgegangen ist! Als ob, Leute! Was geht? Waffe, Wande! Herzlich willkommen zurück zu diesem wunderbaren neuen Video. Wir sind heute hier und haben uns hier versammelt, weil heute ist der 30. Guck mal. Ich würde euch mal jetzt schon empfehlen, nochmal auf meine Merch-Seite zu gehen. Oh, Moment mal. Ich muss nochmal kurz zaubern. Wir zaubern kurz. Ich schnipse. Und wenn ich schnipse, dann habe ich meine Mütze auf. Sekunde. 3, 2, 1. Das war ja voll der Magie-Effekt. Ich würde schon mal in den Shop gucken. Da tickt ja ein Countdown runter. Es könnte sein, dass er auf den 1. April runtertickt und dann da etwas limitiert in den Shop kommt, so wie jeden Anfang des Monats. Von daher limitierte Merch-Schüssel-Gegenstände. I'm just saying. Leute, wenn ihr noch dabei seid, lasst ein Like da und lasst ein Abo da. Oh mein Gott, ich kann gar nicht mehr reden. Es ist wieder Herausforderungszeit. Zwar Woche 6. Wir haben alle Herausforderungen für jede Woche schon durchgegangen. Ich gebe euch da immer Tipps und Tricks und ein paar... Upsi. Gebe ich euch heute natürlich auch wieder. Ganz easy peasy diese Woche, Leute. Wir gehen es easy durch und dann zeige ich euch ganz genau, was wir da machen müssen. Schaden mit Maschinenpistolen kennen wir schon. Ich meine sogar, wir hätten sowas schon mal gehabt. Aber das ist wieder selbsterklärend, einfach Schaden zu machen. Tun in Anarchy, Eckers machen. Auch können wir gerne mal reinschauen, ein, zwei Stück aufmachen. Ein Lagerfeuer platzieren. Wisst ihr, macht man Untergrund, stellt dann das Lagerfeuer rauf. Habe ich jetzt zufällig schon gemacht, weil ich so ein Probespiel hatte. Gipfel besteigen, zeige ich euch gleich mal, was das ist. Dann natürlich wieder der geheime Ort, wie jede Woche, man kennt ihn. Und dann natürlich noch ein paar Gegner bei Retail Row eliminieren. Kriegen wir auch alles hin, habe ich auch gerade schon gemacht. Man sieht, ich war in Retail. Wir fangen jetzt erstmal ganz entspannt an, spielen eine kleine Runde, droppen mal bei Anarchy und dann gucken wir mal, ob wir da schon einen Gipfel finden, den wir erklimmen können. Und dann zeige ich euch mal ganz easy peasy, wie das geht. Let's go. Okay, wir sind jetzt schön in der Runde gejumpt. Anarchy Eckers kennt ihr natürlich höchstwahrscheinlich alle. Wer sich fragt, was ich da überhaupt auf dem Rücken habe, es sind natürlich auch neue Skins und neue Änderungen jetzt wieder fleißig auf dem Weg und direkt am Start. Deswegen habe ich mir natürlich jetzt von dem Wukong-Skin, der ist ein bisschen älter schon, noch die Rückenbedeckung geholt. Die wurde neu dazugefügt. Das ist, glaube ich, auch ein legendärer Rucksack. Anarchy Eckers jetzt aber gibt es immer hier vorne schon so zwei kleine wunderbare Hütchen, wo ich jetzt auch immer mal direkt gucken werde, weil ich bin sehr, sehr tief reingekommen, weil ich schön über Loot Lake gedroppt bin, ob wir hier vielleicht ein wenig Glück haben, aber ich glaube, heute sieht schlecht aus. Also hier, immer zwischen diesen Heuballen sind zwei mega gute Spots eigentlich, um sich eben ein paar Kisten zu holen, aber das sah jetzt relativ schlecht aus. Es ist natürlich hier sowieso schon mega voll. Ich würde sagen, das ist ein bisschen zu kritisch und wir verziehen uns schon mal nach da hinten ein bisschen Richtung, ich sage mal, gelobtes Land. Ich glaube, da ist Tomato Town, genau. Tomato Town ist da. Und hier können wir dann nochmal hin, so diese Lodge plündern. Dann können die machen, was wir wollen da hinten. Aber wir können uns jetzt erstmal an ein paar Bergerklimmungen noch beteiligen. Leute, für diese wunderbaren Bergerklimmungen, wenn ich eine Map finden sollte, bis dato zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, gab es noch keine, aber vielleicht zum Zeitpunkt der Bearbeitung und zum Hochladen schon, blende ich euch jetzt hier nochmal eine Map ein von allen Locations dieser Fundorte eben, der Berge, die ihr finden müsst. Und auf diesen Bergen zeige ich euch gleich, was dann passiert. Denn 10 Stück an der Zahl müssen da erklommen werden, heißt es auch in der Beschreibung. Und deshalb machen wir das auch und erklimmen gleich ein bisschen was. Wie gesagt, dadurch, dass ich mir selber auch noch keine Tipps, Tricks und Ratgeber dazu durchgelesen habe oder gefunden habe, kann ich euch bis dato auch noch nicht genau die Locations der Berge sein und muss selber ein bisschen rumtesten, aber so soll es natürlich auch sein. Und auf den meisten größeren Bergen wird das auf jeden Fall schon etabliert sein. Das sieht immer so ein bisschen aus wie, kennt ihr das vom Loot Drop? Wenn Loot Drop kommt, ist unten auf dem Boden immer so ein blauer Rauch. Das ist jetzt sehr ähnlich, das ist nur jetzt kein blauer Rauch, sondern das ist im Prinzip so eine weiße... Ja, es sieht im Prinzip so aus wie so ein weißer Punkt, der da markiert wird. Ist aber tatsächlich hier nicht am Start, dafür aber eine Chest. Hoffentlich mal mit einer anderen Waffe. Ja, das tut's doch einigermaßen wenigstens. So, sowas hier zum Beispiel nämlich. Das hier ist nämlich tatsächlich diese Location. Da geht ihr einfach hin. Und dann wird euer Banner nämlich da gehisst, weil ihr dann diesen Berg nicht nur erklommen, sondern erobert habt. Das macht ihr 10 Mal und dann würde ich für unseren Part jetzt schon sagen, machen wir einen Check dran. Aber natürlich, ich sehe es schon hier oben, geht es da immer nochmal, oh Gott, ein Stückchen weiter. Und man muss da ein bisschen mehr machen, als jetzt nur ein Berg erklimmen. Von daher, die Runde ist noch nicht vorbei. Ich würde jetzt nochmal gucken, mich darauf ein bisschen zu konzentrieren. Wir haben ja noch unsere goldene Pistole, beste Leben, man kennt sie. Kann man mal treffen, oder? Warte, nachladen.
So, dankeschön. Das war ein bisschen sehr laut. Ich mache mir jetzt echt Sorgen, dass hier gleich noch Leute hingestürmt kommen. Weil, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Okay, hier ist jemand. Ah, piss off. Ja, gut, das hat er besser gemacht. Das gebe ich gerne zu. Oh je, Mine. Aber einen Berg kann man, wie gesagt, erklimmen, Leute. Darum geht es ja im Prinzip nur. Das macht ihr 10 Mal. Wie gesagt, die Map blende ich euch dazu ein. Und dann schauen wir jetzt nochmal kurz in die anderen Challenges. Hat mich gerade ein bisschen getriggert. Natürlich machen wir jetzt nochmal hier so eine schöne Truhe auf, damit wir da persönlich auch unseren Checkmark dran setzen können. Hier sind ja zum Glück ein bisschen mehr verteilt. Also die anstrengendste Challenge war nach wie vor hier hinten in dem Wald, in Wailing Woods. Aber wir jumpen mal direkt rein, gucken mal, dass wir uns hier eine kleine Kiste sichern können. Vielleicht dann nicht allzu offensiv, wo die anderen Kollegen hinwollen. Und einfach mal auf gut Glück hier rein. Hier ist nichts, top. Und dann hier... auch nicht. Oh, ich könnte ausflippen, Leute. Das ist nicht gut. Oh je, ich dachte, in den kleinen Scheunen ist immer was drin. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, hier höre ich aber einen. Ich höre einen. Warte, die ist hier über uns 100 Pro. Nice one. Hier drin. Immer häufig welche. Oh Gott. Neuer Granatenwerfer. I love it. Hallo. Das passt nämlich sehr gut auch zur anderen Challenge, die wir machen müssen. Und zwar müssen wir mit Explosivwaffen ein bisschen Damage machen. Ich habe halt nichts anderes außer das hier. Von daher... warte. Warte. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob das auch zählt. Er will auf jeden Fall noch Stunk machen. Er ist auch gestorben. Als ob. Als ob er auch noch draufgegangen ist. Als ob, Leute. Auf jeden Fall, Truhen deiner Scheune sind meistens immer 1-2 Stück, Leute. Auf jeden Fall Explosivwaffenschaden, auch so check. Es gibt, wie gesagt, auch den neuen Granatwerfer hier, der schießt mit Ostereiern. Das auch ein Check, Leute, die findet ihr im Laufe des Spielverlaufs. Da muss ich nicht viel zu erklären. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal in den neuen geheimen Ort und ich zeige euch mal, wo der ist. Die ganze Challenge nennt sich ja immer so, wie der Ort dann auch ist, wo man das auffindet. Deswegen heißt die heute zwischen einer Metallbrücke, einem Buswrack und 3 Werbetafeln ist eben dieser Ort. Und den Bus kennt, glaube ich, jeder, der schon mal nach Tilted geflogen ist. Zumindest fliegt der Bus häufig die Route. Der Bus liegt ungefähr hier so. Eine Metallbrücke ist hier und 3 Billboards sind irgendwo hier, meine ich, am Start. Oder nee, stimmt gar nicht. Hier irgendwo am Start. Dementsprechend kann dieser neue Ort eben nur hier auf dieser kleinen Anhöhung sein. Und ich glaube, da ist noch ein Kollege, der da gerade auch auf dem Weg hin ist, wie so viele. Hier auf diesem komischen Schotterpunkt, den ihr da gerade seht, ist nämlich dieser wunderbare Punkt. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch einer hinfliegt. Ja, der Kollege fliegt da jetzt auf jeden Fall hin. Der ist schon am Start. Da sind auch die 3 Werbetafeln. Ihr seht das schon. Hier kann man dann einmal hin. Zack. So, der Kollege und ich. Hallo, guten Tag. Schön, dich kennenzulernen. Nee, müssen wir nicht. Müssen wir wirklich nicht machen. Nein, müssen wir wirklich nicht machen. Hallo. Lass mich bitte. Alles gut. Alles gut. Wir sehen uns. Wir sehen uns später im Spielverlauf wieder. Hau rein. Damage. Nice one. Geht auch einfach. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe einfach, als ich das erste Mal Fortnite gespielt habe, genau an dieser Maschinenpistole, an der Schallgedämpften, einen richtigen Narren gefressen. Ich fand die einfach mega cool von Anfang an. Ich habe noch so viel Zeug da liegen. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, deswegen ich möchte trotzdem die gerne mitnehmen. Und ja, das war es jetzt erstmal. Ist halt sehr auf. Oh, nehmen wir mal eine Wumme mit. Eine Wumme? Ich weiß nicht. Es gibt ja jetzt die graue, ne? Taktische Schrotflinte, wisst ihr bestimmt. Die epische... ist ja zumindest, ich glaube halt einfach nur die Farben sind groß, ein bisschen verändert worden. Dafür gibt es eine blaue, normale Shotty noch dazu. Kann man machen, muss man nicht. Aber ist ganz nice. So, nächster Berg. Ich denke mal, da hinten auf dem Berg können wir auch nochmal hin. So, Salty, gib mir einen wunderbaren Berg. Diesen wunderbaren Berg gibt es meistens sogar direkt neben Salty. Und zwar hier oder so sollte der sein. Da ist nämlich auch nochmal ein relativ großer Berg. Da hinten der. Ein großer Kollege. Kollege von Berg her. Mal eine generelle Frage an euch. Hättet ihr Bock auf Livestreams von Fortnite? Weil ich habe ja genau wieder im Livestream-Game aufgehört, als dann Fortnite angefangen habe. Ich habe ja schon im September im letzten Jahr Fortnite-Streams gemacht. Ja, hat nicht so viel gejuckt, muss ich sagen. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Guck mal, da hinten läuft jemand. Hallo, schießt du mit einem Sniper auf mich? Oder warum läufst du da so langsam? Steht einfach da nur. Guck, da auf der Wiese. Auf der wilden Wiese. Boah, Alter, wie der leuchtet auch auf Distanz, ne? Das ist halt schon sehr, sehr auffällig alles. Ich hingegen, ich bin eine Pflanze. Alter.
Guck mal, wir machen jetzt mal ein bisschen Nahkampf. Dann kann ich hier ein bisschen Damage noch haben. Das wäre nice. Ich weiß nicht, wo er ist. Jetzt habe ich Angst. Warte. Scheiße, Mann! Ich wollte unbedingt noch einen Kill machen mit der und dann habe ich nachgelassen und dann war ich unentschlossen. Das war nicht intelligente. Entschuldigung, hat Hauptner hier Maulfettsack geschrieben? Das ist aber unmöglich! Denn er ist der Fettner. Okay, so, runter geht's zu Retail. Ich schau mal, was ich da so kriegen kann. Heute wieder Leistung mehr als mittelmäßig. Aber für die Folgen kommt es mir auch eher daran, jetzt nicht unbedingt zu schwitzen und irgendwie eine Folge zu gewinnen. Das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal unter Beweis gestellt, dass das gehen würde, wenn ich es probiere. Manchmal auch ein bisschen mehr aus Glück als Verstand. Man erinnert sich an die letzte Folge, wo ich einfach über eine fucking Rakete von einem Raketenlauncher gesprungen bin. Aber nichtsdestotrotz hauen wir jetzt hier mal kurz rein und gucken mal, ob wir ein paar Kollegen finden, die wir dann mal nett begrüßen können in diesem wunderbaren Spiel. Gerade wenn sie anscheinend neu dabei sind, wie der Kollege hier. Hallo. Oh. Warte, du kriegst das Zimmer, ich krieg das Zimmer und dann treffen wir uns, okay? Doch nicht, du hast, glaube ich, eine Schotti. Ja, hast du. Ich auch. Komm runter. Warte. So, ein Kill. Mann, ey. Er hat einfach eine Shotty. Das ist übrigens die neue alte Shotty, Leute. Ich freue mich. Warte, wenn er springt, da. So, okay. Da sind die zwei Kills, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Jesus, chillt mal Basis, Leute. Wo ist er? Yo, safe call down. Ja, lass halt retzen, alles nice. Komm ich mir klar. Man pusht da. Nein! Hä? Oh mein Gott! Ich habe wieder nachgeladen. Oh Mann, dann pumpt die zu langsam. Schade trotzdem drum. Ein bisschen was haben wir noch abziehen können. 3 Kills, easy geholt. Damit die Challenge auch. Easy, locker fertig, Leute. Übel nice. Dankeschön auf jeden Fall wieder fürs Zugucken. Relativ gechillte Woche, muss ich dieses Mal wirklich sagen. Also das Spannendste am Battle Pass diese Woche ist wirklich einfach wieder die Explosionswaffen. Ist eine coole Challenge. Und der geheime Ort eben. Der Rest super selbsterklärend, Leute. Raketenwerfer, Granatenwerfer, der neue Granatenwerfer, der auch gerade mit den Ostereiern drin ist. Die neue lenkbare Misse. Alles zählt hier an Kills natürlich mit explosiven Waffen. Killt er einfach, Leute. Das kommt im Verlauf des Matches. Da muss ich nicht viel zu sagen. Gipfel besteigen, habt ihr jetzt gesehen. Truhen aufmachen, muss ich auch nicht erklären. Und Schaden mit Maschinenpistolen machen. Einfach tun, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Jede Woche kriegt ihr dann 4000 XP natürlich dazu und ein paar Battle Stars. Das ist ganz wichtig, wenn ihr euren Battle Pass noch leveln wollt. 4 Wochen, also einen ganzen Monat haben wir dann noch vor uns jetzt an neuen Herausforderungen für diese Season. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr weiterhin dabei bleiben würdet. Einen Daumen nach oben da lassen. Abo, würde mich auch freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und rein. Und ciao, ciao. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.